Und mit Bard aus der imperialen Festung heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja mit diesen komischen Mistviechern da was gemacht, aber jetzt gucken wir mal. Sind wir wieder mit einem Version unterwegs? Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe sie nicht gerufen, Commander Versio. Bardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat. Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Kommando? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entleert. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Sehr nett. Wirklich wegen einer Person? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was?
Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asch beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Bitte. Sie klingen wie mein Vater. Oder aber um Zeit. Ja, ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung, Glenn. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zack! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, was soll das? Nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission! Runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein! Komm, warten Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen, allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Dell, bitte tu das nicht. Tu es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Dann ist es scheiße. Das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ja Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Ich hoffe, wir dürfen jetzt gegen unsere eigenen Leute hier durchkämpfen. Feuer frei! Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Kommandant. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Jetzt gehen wir jetzt mal hier unten durch. Droide, hack das Teil. Jo. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Achso, das ist wegen der Kamera dort. Mit gucken kann, was da noch kommt. Da brauchen nur irgendwie zwei Leute oder so. Halt's Maul. Ich hab das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran.
Ja, komm an. Ich dachte eigentlich, ich könnte an dem locker vorbeigehen, aber ich glaube, die wissen hier Bescheid, was Sache ist hier. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Feind mit schweren Waffentor! Schießen auf etwas! Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Dann hack mal. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Dich rein. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Oh, nice. Los! Weiter geht die Reise. Hast du nicht? Wieder einfach so easy, wenn man vorbeiläuft. Ich hab schon den Ball gerade geholt. Hack das Ding. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehen jetzt einen AT-AT. Viele dürfen es eigentlich fast nicht mehr sein. Hack das Ding. Hör mal unsere Befehle.
der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Da. Hermes. Sind alle Geschütze im Sektor deaktiviert. Ausschalten. Ich bringe uns zur Corvus. Geschafft! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Corvus. Wir verlassen Manos. Ich bringe uns möglichst nah hin. Barrikade blockiert unseren Weg. Die da. Wir haben es fast geschafft. Corvus, wir sind fast da. Schnell, Commander. Der Sturm ist... Oh nein, Aiden über uns! Was war das? Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Commander. Aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte...
Hey, Penner. Sind sogar unsere Leute. Ich habe gerade unsere eigenen Leute angegriffen. Nicht ins Schmuggler aufhalten. Verstanden, Kommandant. Kampfläufer. Was? Anders. Ist das ein Raketenwerfer oder so? Mit schweren Waffen gesichtet. Sie werden alles tun, um uns am Boden zu halten. So in die Kopf. Dann fliege ich uns hier raus. Holt ihr euch! Lüge, Lüge. Was auch immer das Ding gerade getötet hat. Ich glaube, meine Hand. Das, wenn das die Granate war, dann ist die mega. Der Sturm! Das war's! Hui, das war eine harte Mission, aber sie war cool! Ich hab's gefeiert!